Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzliche Willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Heute zusammen wieder mit Julian. Hey! So, und wir machen deine Aufgabe als allererstes, weil ich dich jetzt schon nie habe, mit deinem Hund. Mal gucken, wie es mit deinem Hund aussieht, weil du jetzt wirklich so viel Leben hast. 99 Leben, 99% Leben, das ist schon krass. So ein kranker Hund. Okay. Gucken wir mal. Dann müsstest du ja dann eigentlich easy überstehen, ne? Also, willkommen bei Verlier deinen Kopf. Wenn du die Frage richtig beantwortest, gewinnst du Kronkorken. Die brauchen wir für die Vault unbedingt. Beantwortest du sie falsch, verlierst du deinen Kopf. Wie ist die stählerne Bruderschaft ins Commonwealth gekommen? Ja, das ist einfach. Das ist einfach. Ist auch die erste Frage, also. Da kannst du ja locker, wenn du hier mit 20.000 rausgehst, 4 Lunchboxen kaufen, Alter. So, direkt 2 Stims noch dazu bekommen. Oh! Ach du heilige Scheiße. Aber man sieht, du hast viel Leben. Na komm, du tankst hier alles weg. Guck dir das an. Also ich denke mal, den Raum wirst du auf jeden Fall schaffen. Ja, da, guck mal. Wenn man so in diesem Spiel noch irgendwie lively chattet, das wäre geil. Aber das ist ja eigentlich unmöglich. Wie willst du mit einer Waffe Blut abzapfen? Oh Mann. Okay, 19 Stimpacks hast du noch. Aber wenn eine Todeskralle weg ist, wird es einfacher. Hättest du den Hund jetzt nicht gehabt, ich schwör's dir, du wärst. Dann wärst du schon weg. Ich habe ja gesagt, das ist reines Glücksspiel, was man hier bekommt. Ja, der wird dann 1000 Leben haben oder so. I7, du brauchst Intelligenzrüstung. Ach so, ich dachte schon, I7, was willst du mit der I7-Rüstung? Ja, ein bisschen Lack wäre auch nicht schlecht, ne? Oh, da ist er. Fünffach, nur für dich. So, 16 Stimpacks. Aber der letzte müsste ja eigentlich klar gehen. Wahrscheinlich ziehst du ihm mehr Leben ab als er dir. Ja, aber du hast jetzt schon deine ersten 6 Stims auch verbraucht. Und wenn jetzt hier schon Todeskrallen kommen, oh Gott. Ja. Ja, stimmt, nach der vierten Frage geht's ja richtig immer ab, ne? Ja, nach Frage 4 kommt da so eine Kakerlake an. Ich mach dich jetzt kaputt. Du hast bestimmt gar nichts mehr, keine Stims. Haha, jetzt bin ich dran, mein Zug. Okay. Ah, ja Mensch. Da hat's der Hund schon gerissen, ey. Na, gucken wir uns das mal an. Was hast du denn da bekommen? S2A2L1. Behalten oder nicht? So, nächste Frage. Kommen wir zur zweiten Runde. Wer ist die zweite, Alter?
Welches Mitglied der stählernen Bruderschaft hat im Polizeirevier Cambridge Unterschlupf gefunden? Die Frage kennen wir doch. Hattest du sie nicht schon mal? Ja, gut. Ja, beide waren da. Ah, oh, nochmal zwei Stimps dazu bekommen. Okay, weiter geht's. Oh! Oh, das wird ein Todeskrallenvolt! Und weil sie zu zweit sind, haben die jetzt noch mehr Leben als vorher. Ah, Crit! Ach, nur Dreifacher. Schade. Ja. Wenn du Pech hast, kommt nochmal so ein Raum. Mit Todeskrallen, aber... Ja, du hast ja noch 15 Stims. Was war das da? Hm, 14 Stims übrig, oh Gott, deswegen. Oh. Ich bin froh, dass ich da nicht reingegangen bin. Weil ich hatte auch schon so vermutet, ja, eigentlich könnte ich da mal hingehen. War das letzte Mal easy. Also für so Alleingänge braucht man auf jeden Fall noch ein bisschen Luck für den Crit. Mal sehen, gucken wir uns mal an. Was hast du denn noch vor dir? Ja Mensch, zwei ganze Reihen. Voll mit Todeskrallen wahrscheinlich. Alles voll, oh, der nächste Crit. Ah. Bei dir ist das schwer, einen Fünffachen zu bekommen. Das ist viel zu schnell, das Ding. Schäm dich. Tja, aber dafür brauchst du ja die Krokorken, die du hier bekommst, wa? Also Leute, falls ihr das hier jetzt gerade seht, es ist nicht gut, alleine da reinzugehen. Außer man hat natürlich 99% Leben und... Okay. Oh! Aber die wird wahrscheinlich nicht besser sein. Nee. Okay, was haben wir da? S2E3. Ich weiß nicht, wenn Ghule kommen, ja, aber ansonsten. Okay, zumindest hast du schon mal bis Frage 3 geschafft. Hier ist ja nix. Ah, noch ein paar Krokocken. Willkommen in Runde 3 von Verlier deinen Kopf. Welche fortschrittliche Technologie wird von vielen Mitgliedern der stählernen Bruderschaft verwendet? Hattest du es nicht auch schon? Ja, ey, das gibt's doch nicht. Na, dafür ist es ein bisschen schwerer geworden diesmal. Ja. Oh, noch ein leerer Raum, sehr schön. Und? Noch ein leerer Raum. Ist hier schon Frage 4? Nee, die müsste ja oben sein, oder? Ja. Ah, guck mal, da kommt der Boss. So, wie sieht's aus? Oh, du bist kurz vor 42. Ja. Also erstmal Hut ab, dass du diese 5 Todeskrallen überlebt hast. Das kann man nicht schon. Ja. Vor allem, wie groß der überhaupt ist. Wenn er sich aufstellt, ist er größer als du. Auf dem kannst du reiten. Naja. Oh, ein Crit, soll ich die kritten? So,
was haben wir denn da bekommen? Ups. 8 bis 10, naja, gut. Verdammt, ich hab's verdient, sagt er. Dein Unter hat's verdient. Ich hoffe, du kriegst ein ordentliches Leckerli. Kommen wir zur letzten Runde. Was hat die Stählerne Bruderschaft im Hauptsitz von Mass Fusion gesucht? Megatombombe, Beryllium-Beschleuniger, Liberty Primes Kopf oder na, der Esel? Komm, einfach aus Joke, der Esel, komm. Großartig, das war richtig. Du hast gewonnen bei Verlier deinen Kopf und jetzt verlierst du den Kopf. Aha, Joke. Mal schauen wir mal. Ah, nochmal zwei Todeskrallen. Ah! Ups. Ich hoffe, du siehst jetzt mal noch die richtigen an. Ja, okay. Passiert manchmal. Naja gut, ich glaube sogar, das müsste der letzte Raum sein. Der letzte, der komplett letzte war ja leer. Achso, es kommen noch zwei. Na, 8 Stims hast du noch. Wo hast du die Radioaktivität her? Achso, von den. Ja, von den Kakerlaken. Ich wollte schon sagen. Mutierte Todeskrallen, das wär's doch. Der absolute Killer. Nö. Er hätte zwar viel Schaden gemacht, aber der hätte seine Stims sehr, sehr schnell verloren. Ja, wer weiß, vielleicht kannst du den Hund ja mal verleihen für so 2000 Kronkorken. Der ist schon ein bisschen krass. Ja, mit dem kann man allein auf eine Quest gehen. So, was hattest du bekommen? Achso, die Rüstung. Warte. Ah, cool. Hast du ein paar Stims dazu bekommen? Ja, easy. Bist mit 11 Stims raus und 7 right away. Ich würde sagen, erfolgreich bestanden. Yeah. 17.000, ne? Das ist ja wenig. Ich meine, verhältnismäßig. Dafür, dass Todeskrallen hier waren. So. Die Frage ist jetzt, willst du schnell zurückreisen oder nicht? Du kannst dich eigentlich nicht mehr beschweren mit dem Hund, ganz ehrlich. So, was warst du, Mrs. Six? Ach ja, du wolltest, glaube ich, irgendwas trainieren. Weiß nur nicht mehr was. Irgendwann kommst du mal zum Body hier? Huch, jetzt klingelt's. Brauche ich, muss reingehen.
Okay, sehr schön. Dann holen wir dich mal ab. Na, wo bist du denn? Also gut, ein Globus, ein Teddy. Die drei Waffen, wie sieht's aus? Was willst du mit dem machen? Können. Zerlegen, okay. Das war verbessertes Sturmgewehr und panzerbrechende Jagdflinte. So, und die Klamotten hier? Okay, also mache ich im Nachhinein. Ich muss mir aufschreiben, alles, was zerlegt werden muss. Okay, das kommt weg, das kommt weg. Sehr schön. Hey, sammle 6000 Kronkorken. Nice. Oh, wir haben die Railroad-Dinner fertig. Cool. So, dann gucken wir doch mal direkt. Deine Lunchbox. Ein Stim. 500 Kronen Korken jetzt schon zu Anfang, das könnte ein gutes Zeichen sein. Nochmal 8 Kronen Korken für dich. Eine Kamera und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Werden es 500 Kronen Korken sein? Und. Oh! T45F Power Rüstung. Alter Schwede, dieser verdammte Lacker. Wo läufst du rum? Jetzt muss ich die erstmal finden. Da bist du. So, wo ist sie da? So, bitteschön. Jetzt bist du komplett aufgebaut. Kann ich machen. Aber du bist halt ein bisschen gedamaged, ne? Achso, und drei Redway? Okay. Dann zieh mal los. Aber wäre es nicht besser gewesen, aufzusparen für deinen neuen Charakter alles? Ja. Ja, gut. Dann war es das an dieser Stelle für dich. Ne? Ja, okay, wobei die Folge ist auch schon vorbei. Aber ich mache noch ein paar Kleinigkeiten. So, hau rein, ne? Ciao. Ja, das war Juliens Abenteuer. Der hat diese Woche eine Menge Glück gehabt. So, ich will zumindest, will ich nochmal diese hier abfrühstücken und nochmal kosmetischen Eingriff machen, damit wir das Maximale für heute dann wirklich gemacht haben. So, dann haben wir die vier. Was läufst du hier durch die Gegend? Ich weiß noch gar nicht, was ich mit dir anfangen will. Und du auch. Ach ja, stimmt. Tada! Halte 60 Unfälle auf. Oh, das ist easy. Oh, da mache ich gleich mal im Anschluss eine Folge, wo ich einfach nur Unfälle mache. Das geht doch klar. So, Julian Junior, du stehst kurz vor EC, ne? Dann wollen wir mal Sporthalle. So, nochmal 1000. Ups. Jetzt kann ich nicht mal mehr schreiben. So, 1000. Dann haben wir Deadline nochmal 1000, ne? So, Bruder. Du hast jetzt Stärke auf 5 trainiert. Du schreibst jetzt, möchte bitte nach Stärke Beweglichkeit auf 5 trainieren. Alles klar, so zack. Oh. Unfall! Nice. Ein gratis Unfall. So, wie viel hast du denn, Bruder? Ich hoffe, du läufst gleich nicht zurück, weil es ja mitten im Unfall war. 3, das heißt, wir ziehen dir nochmal 500 ab. 400, sorry.
Momentan muss ich sagen, passiert wenig in der Vault, weil alle sich einfach nur darauf vorbereiten, irgendwas zu machen. Guck mal, wie viele hier drin rumstehen. 08, 14 und Billy. So, hatte ich irgendjemanden vergessen? Da hatte sich doch jemand beschwert. Da, Mrs. Handy würde eh gerne auf 8 machen. Ja gut, da war jetzt wahrscheinlich kein Platz, deswegen. Okay, dann siedeln wir dich einfach mal um zu Luck, damit du uns Geld verdienst. Stimmt, wir haben jetzt richtig Kohle auf der Tasche. Können gleich richtig Geld ausgeben. Okay, Mrs. Handy. Du bist wahrscheinlich nicht da. Ich hab dich bestimmt rausgeschickt. Oder? Mrs. X? Ah, wahrscheinlich ihr neuer Charakter, ne? Wer war denn das? Ich kann ja mal kurz in ihr Inventar gucken. Buddhist, so. Es ist so. Shop Green. Es war Shop Green. Oder hatte sie ihn schon gewechselt? Ah, sie hatte ihn schon gewechselt. Gott, bin ich Panne heute. Wo ist sie denn? Thomas ist denn? Ja, hatte sie schon gewechselt. Also alles klar. Ja, wo steht sie jetzt? Ich hasse es, wenn das Spiel es mir nicht zeigt. Ich muss erstmal ganz, ganz nah gehen. Dann auf die Liste. Einfach zu viele Bewohner hier. Wo ist sie denn? Ich verpasse sie jedes Mal. Da. Hä? Ah, da. Ich fahr schon rangezoomt an sie. So. E8 sagst du, ja? Du hast jetzt 6. Gut. So, das war Mrs. 700. Okay, perfekt. So, dann haben wir noch in dem New You. Zack. Und zwar Pasco bei Shop Brooks. Pasqualina Shop Brooks. Ich nenne die jetzt einfach mal. Es ist einfach besser zum Finden und alles, ne? Also für mich persönlich. Ach scheiße, jetzt habe ich die verloren. Ah, wieso kann das nicht einfach mal an der Person bleiben, wo ich war? Wieso kann sich das Spiel das nicht merken? So, wo ist sie jetzt? Sie ist in der Krankenstation. Da, ich sehe sie. Sehr schön. Okay, haben wir noch diese Waffen zu sammeln? Ich glaube schon, ne? Ja. Wenig Lagerplatz, das ist nicht gut. Also gut, erstmal die einfachen Sachen hier verschrotten. Zack, zack. Oh, vielleicht hätte ich die mal... Ah, da, die Schrotflinten behalte ich. Wir haben noch viele Bewohner ohne Waffen. Wir haben echt viele Waffen. Okay, sehr schön. Ein Laborkittel behalten wir noch. Das behalten wir. Förmliche Kleidung behalten wir. Alter, wie viele Sachen wir haben. Leute, mistet aus. Wir können gar nicht so viel tragen als Vault. Okay, sammeln wir Waffen ein. Der Löwe. Ich natürlich, der jetzt hier die meisten Waffen mitbringt. Eigentlich müsste ich direkt wieder rausgehen. Na, guck mal, hier, Filmfan-Outfit. Pevier. Wo verkaufe ich an die Vault? Ein Globus bekomme ich noch. Schrotflinte verkaufe ich auch an die Vault.
Das brauchen wir nicht. Chirurgen-Outfit verkaufe ich komplett. Ein Brahmin-Outfit. Brahmin-Leder meine ich. Outfit. Eine Kamera, ein Superkleber. Noch mehr Klamottis. Sehr schön. Und das behalten wir auch. Und nochmal ein Mikroskop. Nice. So, ach guck mal. Zurück in der Vault mit 4800. Nice. So. Verbesserte Laborkittel. Ich würde sagen, den verkauft ihr einfach an die Vault für 80 und dann teile ich das nochmal auf. So, dann kommst du noch, Jason. Sehr schön, und Julian läuft ohnehin. Mal gucken, wie weit er kommt. Der will sich bestimmt irgendwie die nächste Lunchbox noch sichern. Das war bestimmt seine Intention. Der ist Lunchbox-gierig jetzt geworden. Der hat sich, oh, zweimal legendär hintereinander. Oh, das ist eine Glückssträhne. Wie so ein Junkie, der im Spielautomaten sitzt. Aber jeder kennt, dass der Lunchboxen aufgemacht hat. Eine noch. Eine noch. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns morgen zur nächsten Folge. Da werden wir erstmal... Ihr wollt mich verarschen. 60 Unfälle aufhalten. Kann ich euch irgendwo hinstellen, damit ihr helfen könnt? Komm, da passen doch noch zwei rein. Helft mal ein bisschen mit. Ach ja, du hast ja keine Waffe. Pasco Junior. Ja gut, ich rette dich mal. Ah, stimmt, ich wollte ja noch, Juju machen. Was wollt ihr? Achso, die Maske. Kriegen wir hin. Oh, da leiden schon die ersten. Oh nein! Oh. Eine Todeskralle weniger, nice. Komm, dafür kriegst du eine Gratis-Heilung, Jason. Ist das nicht nett von mir? Immerhin hilfst du der Vault. Brauch ich mal von euch eine Waffe? Nein. Komm, tötet noch eine. Wir müssen den Rekord brechen. Ich habe immerhin zwei Leute mehr gehabt gerade. So schnell kann ich nicht heilen. So, wie sieht's aus? Ja, du hast sowieso noch keine Erfahrung. Solange ihr keinen tötet, bekommt ihr auch keine Erfahrung, ne? Ach, die haben ja alle keine Waffen. Shit. Ich kann denen gerade keine Waffen geben, weil die so schnell am Abnippeln sind. Mal gucken, wie viel Erfahrung die bekommen. Gar nichts. Durch Angriffe bekommt man keine Erfahrung oder erst, wenn man sie getötet hat? Alles klar, ihr bekommt jetzt Waffen. Nice, Rekord gebrochen, Leute. Der war vorher hier. Jetzt ist er im ersten Raum schon gestorben. Aber das war ein Unfall. Ja, toller Unfall. Wir brauchen noch ein Mr. Handy. Wann kommt eigentlich so eine Mr. Handy-Quest? Ich kann es schon nicht mehr ertragen, hier ständig hin und her zu wechseln. Puh, okay. Nochmal schnell die Maske. Haben wir auch schon wieder 30 Minuten, ey. Was mache ich denn? Da ist sie. 1500, bitteschön. So. Und ich glaube, Mrs. Handy. Also Julian wollte ja auch noch Frisur machen, ne? Aber er trainiert ja eh gerade. Mrs. Handy wollte doch noch einem anderen Charakter die Maske geben, oder? Also ihrem eigentlichen aktuellen. Also dem neuen. Also sie hat doch nur einen. Jetzt bin ich verwirrt. Woher habe ich diese Information? Träume ich schon von Fallout Shelter? Ich habe keine Ahnung. Leute, wir sehen uns morgen zur neuen Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.